Michaela Schaffrath trägt inzwischen einige Klamotten mehr, als das mancher männliche Zuschauer vielleicht erwarten würde. Ihre Erotikkarriere ist allerdings auch schon lange vorbei. Gina Wild gibt es schon seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Seither ist Michaela Schaffrath als Schauspielerin in diverse Rollen geschlüpft. Und jetzt spielt sie eine Ärztin im größtenteils per Crowdfunding finanzierten Vampirfilm Montrack. Im Fantasy-Bereich ist es mein erstes Projekt, sozusagen ein Debüt und hoffentlich nicht mein letztes, weil ich finde es wirklich auch super interessant und super spannend. Die Geschichte ist wunderschön, also Montrack ist wirklich eine ganz, ganz tolle Fantasy-Geschichte mit ein bisschen Liebe dabei, mit ganz viel Action dabei, mit tollen Persönlichkeiten dabei und sehr, sehr viel Spannung auch. Montrack. Mehr und mehr Menschen verschwinden in Deutschland. Angriffe von Wölfen sind schuld, glaubt die Öffentlichkeit. Tatsächlich aber steckt ein jahrhundertealter Vampirfluch dahinter. Und nur eine kleine Gruppe kann verhindern, dass die Welt ins Chaos gestürzt wird. So im Groben die Handlung von Montrack. Regisseur Stefan Schwenk hat für den Independent-Streifen einige bekannte Namen gewinnen können. Cosma Schiefer-Hagen, Sönke Möhring, Martin Kesici als Obervampir oder auch Martin Semmelrogges Sohn Dustin Semmelrogge. Alles im Kasten hat das Team inzwischen. Im November wird sich dann entscheiden, ob es Stefan Schwenks Herzensprojekt auch in die großen Kinos schaffen wird. Vielleicht hilft da ja eine Michaela Schaffrath, die übrigens nicht die einzige Dame mit schlagenden Argumenten ist, die dieser Tage Oberfranken unsicher macht. Hi, ich bin Angie Katze. Man kennt mich durch meine verrückten Ideen. Ich habe schon vieles gemacht, ja. War auch schon in Berlin plakatiert, das Venusgesicht. Und ich habe neue verrückte Ideen. Und jetzt kommt mal mit, ich zeige euch das einfach mal. Angie Katze will den Schlager nach Oberfranken holen. Umsetzen will sie diese Idee mit einem Schlagerhotel. Eine Kombination aus Gasthof, Übernachtungsmöglichkeiten und verschiedenen Events soll die Menschen nach Fürth am Berg im Landkreis Coburg locken. Wie der Alltag des Katzenschlagerhotels aussehen soll, das weiß sie schon ganz genau. Also im normalen Hotelalltag bin ich sozusagen der Schlager, der sich hier wiederfindet. Da ich ja auch so ein bisschen Songs mache, ein bisschen poppig, mit Schlager angehaucht. Und auch ein Lied ist schon eher so Schlager. Und ja, ich bin halt hier und das bin ich dann hier sozusagen. Ladi-ladi-ladi, bin's oft gefallen und wieder aufgestanden. Der Weg geht weiter. Kleine Party-Elemente sind schon zu erkennen. Das Hotel steht seit mehreren Jahren leer und hat laut Angie Katze einiges an Potenzial. Aber es muss noch viel gemacht werden. Das Gebäude liegt im ehemaligen Grenzgebiet zu Thüringen. Durch die verschiedenen Schlage-Events mit prominenten Gästen soll die Region wiederbelebt werden. Die Anlage hat für Angie Katze auch eine persönliche Bedeutung. Hier dieses Hotel. Mein Vater wollte es eigentlich schon seit längerer Zeit kaufen. Mein Vater ist aber zu alt geworden und die Gene sind die gleichen, würde ich mal sagen. Jetzt hab's ich gekauft. Geplant ist, das Schlagerhotel schon nächstes Jahr zu eröffnen. Bis dahin hofft sie natürlich auch noch, die Kritiker von ihrem Projekt zu überzeugen. Da hat Angie Katze noch einiges zu tun. Aber bei einem so stressigen Promi-Leben darf man sich ruhig auch mal eine Auszeit gönnen. Und wo tut man das lieber als daheim?